Und wollten sie oder haben verkündet, sie würden dich nicht mehr gerne im Stadion sehen. Erzähl mal, wie kam es zu dieser ganzen Geschichte? Weil es ist ja wichtig vom Original, wenn wir dich hier haben, dass du da ausgiebig zu dich äußern kannst. Ja, mein Problem oder mein Fehler war eben gewesen, es nicht gleich von Anfang an erklärt zu haben. Deswegen war auch waren diese Irritationen da gewesen. Fakt ist, ich war auf dieser Demo gewesen, um ein Zeichen eben auch zu setzen, dass die Rechten, Pegida und AfD, alles immer gegen Ausländer oder gegen Immigration sagen. Jetzt war der Gedanke oder eben die Sache so gewesen, dass ich da hingefahren bin und habe gesagt, naja, wenn ihr dann so seid, ich stelle mich mal vorne hin, mal gucken, was ihr dann sagt. Ja, weil auf Ja. einer Seite wollt ihr gegen uns kämpfen, dass wir hier abhauen, das machen dürfen, wie wir es gerne machen möchten. Aber jetzt stellt sich einer vorne hin, um euch zu zeigen, also wenn ihr so negativ gegen uns seid, gegen Immigration, dann macht doch was. Und das haben sie nicht getan. Im Gegenteil, sie waren selber sehr verwundert, dass ich mich dahingestellt habe. Und mein Fehler, wie gesagt, war gewesen, dass ich es nicht von Anfang an halt kommuniziert habe. Und deswegen gab es Irritation, berechtigt, weil es eben auch mein Fehler war, wo ich dann halt auch mit dem Verein gesprochen habe. Wir hatten viele Gespräche gehabt, sehr gute Gespräche gehabt. Wir haben es dann auch bereinigt. Das ist alles. Ja, es gibt immer irgendwie Leute, die Ja, danach aber kommen und mal dann immer zur noch. Klarstellung, du bist auf diese Demonstration gegangen aus eigenen Beweggründen, aber du bist nicht jemand, der gegen Asylanten ist. Das ist ja Na, absolut. ich sag's, ich will es ja Das, nur klarstellen. Das ist ja. genau das Gleiche. Ich habe letztens hier meinen Freund Steven Naidoo ein bisschen verteidigt, beziehungsweise habe mich aufgeregt, dass sie ihn erst nominiert haben, gebettelt haben zu dem Eurovision Song Contest hier der NDR. Und nachdem dann der Protest von den Medien kam, haben sie es wieder zurückgenommen. Da habe ich gesagt, so, ich gucke mir das nicht mehr an. Da wurde ich auch als Nazi hingestellt. Aber das ist ungefähr so, als wenn man jetzt behauptet, wir beide sind Albinos, das müssen wir nicht dokumentieren. Ne? Das Nein, Ganze, ne? ich will. So, oder? Es ist ja gut, es ist alles gut und schön. Fakt ist, wer mich kennt, wer mich richtig kennt, weiß, dass ich halt sehr, sehr viele Sachen eben auch mache, gerade was Immigration angeht. Glaube ich, Ich bin hier in wunderbar. Hamburg schon sehr, sehr lange Jahre bei einigen Projekten dabei. Ich kommuniziere, habe es nicht so kommuniziert, wie es viele gerne möchten. Und dafür wirst du angefeindet. Kann ich mitleben. Man wurde, oder gerade im Sport kriegst du ja immer einmal ein paar in die Fresse, aber. Das Ding, was Sie da eben probiert haben, das war für mich nicht, war nicht nachvollziehbar von Ich kann das denen, nachvollziehen. Also ich kann es verstehen, deine Situation. aber man muss damit leben und ich bin ja alt Es genug ist ja oder auch, kann es. es ist ja auch albern, gerade im Sport, speziell im Fußball, gibt es ja nirgends so viel Migration, positive Migration wie im Fußball. Ja, aber Es gibt gerade ja wenn. keine Mannschaft mehr, die nur aus Deutschland oder nur aus Österreich oder nur aus Schweizer besteht hier, Ja. sondern aus allen Herren Ländern kommt der, integrieren sich in den Verein, integrieren sich in die Mannschaft und werden bejubelt. Also deswegen ist es ja schon Quatsch, wenn einige Extremanhänger vom FC St. Pauli dagegen mokiert haben. Du hast ja immer diejenigen, die dich nicht mögen, und die sind die Das ist Ersten, die ja klar, also rumschreien. das kenne So, ich am also besten. Ich wäre schlimm, wenn ich von jedem gemocht werde. deswegen Da kann bin ich ich ja damit kein Mann mehr. ganz gut Ne? umgehen. Aber um das noch zu beenden, ist eben so: Es ist halt sehr, sehr viel auch geschrieben worden. Ich habe sehr, sehr viel Post bekommen und muss einfach auch sagen, dass sehr viele Fans vom FC St. Pauli mir geschrieben haben und die das gut fanden, den Mut auch zu haben, sich dahinzustellen, um eben auch mal zu zeigen, dass wir auch keine Angst haben. Natürlich hast du gerade diese ganz junge Generation, dem man dann eben, keine Ahnung, ob denen noch irgendwie geholfen werden muss, aber die haben es dann eben noch nicht verstanden, um was es geht. Und ich will es jetzt nicht alles so hochspielen, aber wenn du es G20 nimmst, was da los war, dann Ist mir ja, dann klar. kommen wir auch wieder alle so zusammen und können das dann. Wir wollten das nur ansprechen, weil Ich wollte gerade es ist sagen. ein Stück der jüngeren Geschichte von dir und Ja. wir wollen nichts ausklammern, aber wir wollen Nein, auch so alles nichts gut. extrem thematisieren. Wollen wir was Schöneres gehen für dir? Du bist ja ein Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo und hast zwischen 96 und 2004 33 Länderspiele bestritten. Jawohl. Na? Ja, cool. Das ist immer etwas, ne? Ja, Hausnummer. Das finden wir toll. ich bin auch sehr dankbar, sehr stolz darauf, drei Afrika-Cups spielen zu dürfen. Aber gut, wenn du überlegst, in 8 Jahren nur 33 Spiele zu machen, ist dann schon wenig. Ich bin oft nicht hingefahren, weil es schon 12 Stunden immer Flug sind. War schon Ja, nervig. das ist ja nun mal so, aber immerhin. Ja, ist so.
müsst ihr auch mal akzeptieren. Naja, mache ich auch. Aber trotzdem, es ist ja immerhin nicht jedes Nationalspieler. Wir haben heute noch einen anderen Nationalspieler hier, unseren Tim, Ex-Nationalspieler. So, ja. Und also wie gesagt, das ist immer schon eine Ausnahme, weil davon gibt es nicht so viele. Nein, ich bin sehr dankbar. Sehr klar, meine ich ja. Ne? Also ich bin es ja auch, das ist halt auch wieder so ein Zusammenhang mit dem FC St. Pauli. Ich bin hier auch zum Nationalspieler geworden. Also ich bin dem Verein dafür natürlich auch extrem dankbar dafür, weil wir 96 eine überragende Runde gespielt haben in der Bundesliga und konnte es mir dann aussuchen und habe mich dann halt natürlich auf Vaterseite entschieden, in Afrika zu spielen, um da eben auch ein Repräsentant zu sein, um das jetzt wieder zu schließen. Ne? Also ich bin dort ein Repräsentant und hier einer. Und deswegen habe ich das hier angesprochen, weil es ja so wieder kann man ist. Ne? So eine Scheiße einfach nicht so stehen lassen, muss ich da auch. Nun geht's weiter. Du hast, war das einer der wenigen, der das Kunststück vollbracht hat, natürlich auch ein bisschen von der Zeit her, den Hamburger OZ-Pokal mit einem Anführungszeichen späteren Profiverein zu gewinnen, mit dem FC St. Pauli. Das ist ja sonst nur den Amateurvereinen hier in Hamburg vorbehalten, den OZ-Pokal auch zu spielen. Damals war es noch anders. Wie denkst du an diesen großen Triumph deiner Karriere zurück? Also es ist für den Verein natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, gerade zu der damaligen Zeit. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr vielen Fans, die sich da dann auch die Zeit genommen haben, sehr, sehr dankbar. Die Truppe, ich glaube, wir haben den dreimal gewonnen, ne? Zwei, dreimal. Das war finanziell auch, weil wir ja wissen, dass wir da sehr viele Probleme auch hatten in dem Verein, zu der damaligen Zeit sehr wichtig. Und das ist ein schöner Eintrag, ja, aber... das sollten wir auch dabei belassen. Weil danach kam eben noch diese Pokalzeit. Ich wollte gerade sagen, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, weil es gab ja Halbfinale oder gegen unter anderem Spiele gegen Bayern dann ja auch im Pokal. War das dann so dein größtes Karrierehighlight? Ja, also in Deutschland schon mit natürlich. Ich meine, Halbfinale zu spielen hat jetzt auch nicht jeder. Natürlich als Berliner habe ich es mir natürlich gewünscht. Ja, das wäre ein Handspiel gewesen. Allerdings, weil in Berlin sagt man natürlich, Berlin ist blau-weiß, ne, und nicht rot-weiß. Auch wenn das heißt, du bist Herr Tanner. Logisch. Naja, also wir haben ja hier auch. Ja, aber Berlin ist so wie HSV und St. Pauli. Ja, genau. Also man ist Berliner. Und es war halt sehr knapp. Es war natürlich sehr ärgerlich, aber wie gesagt, finanziell haben wir dem Verein damit natürlich auch einen sehr guten Weg gebracht. Aber wenn wir es jetzt alles so sehen, natürlich die Teilnahmen beim Afrika Cup, das ist natürlich vergleichbar wie mit der EM hier. Und wenn man das ein paar Mal mitmachen durfte, ist es natürlich für einen selber das ist eine unheimlich tolle Sache. Aber auch nochmal die Zeit, gerade auch 96 mit dem FC St. Pauli in der Bundesliga, mit dieser Truppe, mit den tollen Fans damals in dem alten Millern-Tor, das war schon, das ist auf jeden Fall im Herzen drin. Und das wird es bis zu meinem Tode wird's dabei sein. Ne? Ja, dann abschließend gefragt, was ist, an welchen Verein denkst du denn so am meisten noch zurück, wenn du so überlegst, Hertha, Pauli? Ja, ich habe ja vier wunderschöne Jahre hier in Hamburg gehabt beim FC St. Pauli, aber natürlich auch als Berliner. Also ist halt so, man darf ja nur einmal heiraten. Ne? Mhm. Aber, und wen hast du geheiratet? Ja, man darf es ja eigentlich nur, aber man kann auch nochmal irgendwo im Ausland noch ein zweites Mal heiraten. Mhm. So, und deswegen ist von der St. Pauli ist natürlich ganz, ganz weit oben bei mir. Und kurz dahinter Hertha BSC natürlich als Berliner, weil wir da auch eine unheimlich geile Zeit hatten mit dem Aufstieg. Unvergessen auch dort bei den Fans, was wir da geleistet haben. Aber das ist mit dem FC St. Pauli nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, weil die Innigkeit, das war schon brutal geil. Ja, prima. Dann bedanken wir uns recht herzlich für deine Zeit, dass du gekommen bist und uns Rede und Antwort gestatten hast. Danke. Und verabschiede mich hier mit einem tosenden Applaus und ich rufe Nadi! Ja! MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen. Trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. So, und das mal kurz aufzulösen. Also, wir haben natürlich gerade noch Kaffee verteilt, aber die Werbepause, die war heute so schnell, ein bisschen zu schnell für uns. Was hat er genommen? Domina Espresso. Ja. So, dann bitte ich unsere bezaubernde Nadine.
den Liebling aller Berliner und das Idol Berlins auf die Bühne zu bitten. Thorsten Matuschka! Applaus, Applaus, Applaus! Hörst du deine Fanbild, ja? Alles gut. So, walte deines Amtes, meine Liebe. So. Fängst du an? Ja, natürlich fange ich an. Gut. Du hast Anfang der zwei. Ich wollte gerade sagen, ich bin so heiß auf das Spiel nachher. Ganz schnell. So, wir können nicht mal sitz. Du hast Anfang der 2000er noch in der 7. Liga gespielt und 3 Jahre später dann auf einmal in der Bundesliga. Also so ein bisschen so das Pendantstück, würde ich jetzt sagen, der Bechhorst von Hannover. Jetzt heute, wie damals war ja so ein Sprung wahrscheinlich noch einfacher als heute, oder? Definitiv, weil ich glaube, heutzutage wurde es wahrscheinlich... Kein bisschen lauter sprechen. Kein bisschen lauter sprechen. Definitiv? Heute? Ich glaube, heutzutage würde es nicht mehr funktionieren. Ja, bei welchem Haus geht's? Der ist aus der Kreisliga. Ja, okay, aber ich glaube, das Umwege. Ist sehr, sehr, sehr selten. Ja. Bei mir hat es auch nochmal funktioniert, dass ich rechtzeitig nochmal die Kurve bekommen habe und den Sprung irgendwie in den Fußball, in den Profifußball wieder geschafft habe. Habe ich auch zwischenzeitlich 97 Kilo gewogen, so wie jetzt fast. Und von daher. Ja, das ist ein Unterschied, dass du jetzt nicht mehr spielst. Ja, sicherlich, klar. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich sehr, sehr großes Glück. Mhm. Wollte es dann aber auch unbedingt. Ja, der Wille war auch da und hatte dann natürlich mit Ede Geier einen Trainer, der mir die Chance gegeben hat. Und ich habe es halt irgendwie genutzt. Mhm. Ja, ich wollte gerade, also 100 Tore in 100 Spielen beim SV Dissenchen, richtig ausgesprochen. Ja. Und dazu Energie Cottbus. Wie ist das, wenn man da sag mal, unten drin kickt und dann kommt auf einmal ein Verein wie Energie Cottbus, der ja damals ja, noch eine Hausnummer war, ist ja heute leider nicht mehr so, einer der zwischen leider ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn da so ein Verein auf einmal anklopft und sagt, ja, warte mal, komm mal bitte. Also Wahnsinn, ja. Also ich meine, ich habe in der 7. Liga gespielt, irgendwo auf dem Dorf, habe da zwar meine Tore geschossen, wie gesagt, 97 Kilo Glatze, Piercing, war Maler-Lackierer, habe dann irgendwann mal ein Probespiel bestreiten dürfen im Stadion der Freundschaft mit anderen Probespielern und bin da von Arbeit hingefahren. Bin früh um 6 auf Arbeit gefahren, bin dann um 3:30 mit meinem Fahrrad ins Stadion gefahren, habe mich umgezogen, habe Fußball gespielt, habe gut gespielt und dann kam Ede Geier auf mich zu und hat gesagt in seinem Dialekt, sag mal Tische, du könntest mit Fußballspielen noch Geld verdienen. Du musst halt nur mal ein bisschen abnehmen. Und da hat es das erste Mal wieder ein bisschen Klick gemacht bei mir und gesagt, komm, wenn der da irgendwas in dir sieht, dann probierst du das und bin ein halbes Jahr später dann zu Energie Cottbus gewechselt, habe meine Lehre zu Ende gemacht und dann, ja, nahmen die Dinge seinen Lauf und irgendwann war ich dann wieder so weit hergerichtet vom Körper her, dass ich einigermaßen für den Profifußball geeignet war. Warst du selbst überrascht, dass du die Kurve so gut kriegst? Natürlich, also wenn mir jemand gesagt hätte, 2001 mit knapp 100 Kilo in der 7. Liga, 3 Jahre oder 2 Jahre später spielst du mal Bundesliga, dann wäre natürlich, ist klar, bringen wir noch einen weiter. Für mich war der Fußball eher abgeschlossen. Ja. Ich habe, wie gesagt, meine Lehre gemacht, damit war ich zufrieden. Ich war jetzt auch nicht der Beste in der Schule, habe damals meine Lehrstelle bekommen. Hat durch die ja nicht immer unbedingt was zu bedeuten. Ja, sicherlich, aber damals war so, andere mussten 50 Bewerbungen schreiben, ich habe meinen Pass mitgebracht. Auf dem Dorfverein Disneychen, da war ein Maler, der Sponsor war, hat mir wieder eine Lehrstelle gegeben und damit war ich erstmal zufrieden, ja. Aber an den Rest habe ich ja nie gedacht. Also ich war froh, dass ich arbeiten konnte, mein Geld verdient habe, am Wochenende mit meinen Jungs eben saufen konnte, ein bisschen Fußball spielen konnte und das war für mich völlig in Ordnung so, weil ich ja nichts anderes kannte. Bei Union Berlin bist du ja nun der absolute Publikumsliebling, bist Rekordspieler, glaube ich, bist in den Top. Torschützenliste immer noch. Wie fühlt man sich da? Wie ist das? Nicht schlecht, also gibt auch Schlimmeres, ja. Also wie gesagt, dass ich halt fast 10 Jahre bei dem Verein spielen durfte und habe, hätte ich mir natürlich auch nie träumen lassen, wo ich damals 2005 hingewechselt bin, ja. Und dass ich diesen ganzen Weg auch nur positiv sportlich bestreiten durfte, war halt Wahnsinn. Wir haben ja nur Aufstiege gefeiert. Ich bin nach 2 Abstiegen in der Oberliga zur Union gekommen. Und Jahr für Jahr wurde es immer was Besonderes, für mich persönlich, ja, wenn man gesehen hat, was die Fans da veranstalten, ja, wie sie einen wertschätzen, wenn man einfach Vollgas gibt, ja, dass man nicht immer gut spielt, ist normal, dafür sind wir alle Menschen,
Aber ja, alles raushauen, rennen, kämpfen und das kann man immer. Und ja, das habe ich immer versucht und war ein offener Typ, hat man noch einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt. Und war natürlich auch nie der richtige, der normale Fußballer. Ja. Ich hatte halt nie ein Sixpack, habe immer One-Pack gehabt. Ja, immer ein bisschen mobblig gewesen. Ja, aber, Sixpack hattest du im Kühlschrank. Ja, das auf jeden Fall. Und, aber das war mir egal. Ich habe versucht, alles rauszuhauen. Das, was in mir steckte und wie in McDonalds und Döner. Und ja, habe das Woche für Woche versucht rauszuhauen. Ja. Und das ist natürlich ja, was Geiles, dass man dann bei den Fans ja so ein Ansehen hat. Ja, also, weil die sich ja nur richtig mit dir identifizieren konnten, ne? Genau, jeder Fan ist gleich. Ja, das ist das ja so. Das macht das sehr aus, dann ja dann die Sympathie der Fans, ne? Wenn du jetzt in deiner großen Karriere, die du hast, eine lange Karriere, alleine, wie du sagst, 10 Jahre bei Union, wenn du jetzt mal da 3 Highlights rauspicken solltest, was wäre das? Also auf jeden Fall auch St. Pauli-Spiel. Das war, glaube ich, am 5. Oktober, Freitagabend. Welche Überraschung, dass wir gleich wieder Eis haben. Ja, ich habe am 4. Oktober Geburtstag gehabt, wir haben am 5. hier gespielt, haben 2-2 gespielt. Ich habe einen Doppelpack gemacht, 2 wunderschöne Tore geschossen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Dann gab es noch ein Highlight in der 3. Liga. Ein wichtiges Spiel gegen Paderborn zu Hause in Unterzahl, 2-0 zurückgelegen, haben noch 3-2 das Spiel gedreht, sind in dem Jahr auch aufgestiegen. Und das absolute Highlight natürlich das Derby im Olympiastadion, ja, gegen Hertha BSC, wo wir 2-1 gewonnen haben, vor 76.000 Zuschauern. Wir eigentlich ein schlechtes Spiel gemacht haben, ich einen schlechten Freistoß geschossen habe, der Ball trotzdem drin war, weil Michael Arz zum Glück noch schlechter war als mein 2-2-Schuss. Tim hätten wahrscheinlich gehalten, ja, aber das war natürlich schon das absolute Highlight ja, in der Union-Karriere. Mhm. Nun haben wir ja heute Abend ja, sozusagen ein Verfolger-Duell, wo auch sicherlich viel gerannt und gebissen wird auf dem Platz. Blöd zu fragen, wer gewinnt, weil aus deiner Sicht ja sicherlich Union, aber traust du Union dann auch zu, in dieser Verfolgergruppe da oben nochmal mitzumischen und gegebenenfalls vielleicht sogar aufzusteigen? Definitiv, also gerade nach dem 2-0-Sieg jetzt gegen Köln hätte ich jetzt so nicht erwartet in der Art und Weise und von daher freue ich mich auf das Spiel heute Abend. Ich glaube, es wird sehr, sehr ausgeglichen, so wie die ganze Liga ausgeglichen ist. Ja, also ich glaube, der Erste kann immer gegen den Letzten verlieren. Ja, das ist gestern Sandhausen gegen Bochum 3-0. Das ist eine komische Liga, sehr, sehr ausgeglichen. Ja, und du musst halt im richtigen Moment, glaube ich, mal einen richtigen Lauf bekommen. Mhm. Und die Union ist super gestartet. Wenn sie heute natürlich ja, gewinnen sollten oder zumindest nicht verlieren sollten, sind sie sehr, sehr gut gestartet bei 2 Mitkonkurrenten. Und ich hoffe natürlich, so wie jeder Unioner, dass sie natürlich bis zum Schluss oben dabei sind. Ja, also alles andere wäre Quatsch. Und wenn sie aufsteigen, hätte ich nichts dagegen. Dann wäre ich auch immer 2-3 Tage voll. Das wäre auch okay. Ja, prima. Dann freuen wir uns, dass du heute gekommen bist, vor dem Spiel noch. Wir werden das Spiel live uns ansehen, im Severin 13. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei der Legende, Thorsten Matuschka. Also, welchen Kaffee? Was möchtest du? Domina Espresso oder Ludenkönig? Domina Espresso. So will ich dich hören. Oh, jawohl. Alter. Applaus, Applaus, Applaus. Dankeschön. Bis gleich. Dankeschön. MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBed EU. Jung, sportlich, fair. So, und dann wollen wir natürlich auch direkt weitermachen und gar nicht weiter hier oben rumsitzen, weil uns wollt ihr nicht sehen, ihr wollt Jörn sehen. Jörn ist nämlich unser nächster Gast. Jörn ist Trainer im Moment beim HEBC. Und ja, unter anderem auch eine St. Pauli-Legende. Und, aber ich möchte deinen Spruch jetzt nicht nehmen. Doch, doch, mach mal. Nadine? Ja. Ich kann's nicht. Nein, du kannst es. Nadine! Applaus, Applaus, Applaus! Ja. Lautstarke Unterstützung heute dabei. Sehr schön, sehr schön. Das lieben wir. Definitiv. So muss das sein. Nein. Nö, deine Haare nerven mich. Alles gut. Wie kannst du einen Arsch nerven? Ich bitte dich. Der hat ja auch nicht gesagt, der Arsch nervt. Ja, aber die Haare reichen nur bis zum Arsch. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe sie auch von vorne gesehen.
Ich gucke immer auf das Wesentliche. Ja, das stimmt. So. Peps, wie man ja auch so schön sagt, vor der Saison aufgestiegen. Dann bist du dazugekommen. Bist jetzt Trainer bei Peps. Wie fällt denn dein Zwischenfazit aus nach einem halben Jahr? Ist ja durchaus einiges passiert am Rhein-Müller, um das mal so zu formulieren. Ja, also ich will das mal so ausdrücken. Ich bin HEBC, ja. Ich bin Heimsbüttler, ich bin damals 88 von HEBC, nicht von der 7. Liga, aber von der 5. Liga in die erste Bundesliga gewechselt. Und bin diesem Verein eigentlich immer irgendwie treu geblieben. Und als im Sommer dann die Personalie des Trainers offen war, ja, haben wir uns schnell geeinigt und so bin ich dann zum HEBC gekommen. Und wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll oder Fazit ziehen möchte, dann sieht es so aus, dass wir, glaube ich, eine Mannschaft haben, die den geringsten Etat in Anspruch nimmt, zusammen mit einer weiteren Truppe. Und wenn ich dann den Tabellenplatz sehe, den wir im Moment innehaben und die letzten 4 Heimspiele vor allen Dingen gewonnen haben gegen Mannschaften, die sich Titelfavoriten schimpfen, Teutonia, Niendorf, Sasel, dann bin ich äußerst zufrieden. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt. Welcher Tabellenplatz? Wir sind jetzt 2 über dem Strich. Das heißt, wir sind jetzt, genau. 4 Punkte Vorsprung übrigens auch auf den 16. Wenn du jetzt mal rechnest, du kriegst von mir aber keinen Taschenrechner, wie viele Spiele müsst ihr noch gewinnen, damit ihr sicher drin bleibt? 5. 5? Das heißt, wir haben 15 Punkte. Boah, das heißt, ihr landet... Ja, das sagt, dann wird er schon stimmen. 37 Punkte haben wir dann. Und ich glaube, mit 37 Punkten bleibst du drin. Wenn es 2 mehr werden oder 3 mehr werden, ist auch nicht weiter wild. Aber ich glaube, mit 5 Siegen... Naja gut, du hast natürlich eventuell jemanden, der aus der Regionalliga absteigen könnte, ne? Wenn das passiert... Eventuell, ja. Ja, wenn das passiert, könnten 37 nicht reichen. Ich glaube, wir werden den Platz, den wir haben, auf jeden Fall halten. Und okay, wir haben noch 14 Restspiele, davon 9 Heimspiele. Wir sind inzwischen zu Hause wirklich gut aufgestellt und das wollen wir natürlich fortführen. Hm. Du hast schon angesprochen, Teutonia, Sasel, BU, Niendorf, alle vier sind, man muss ja eigentlich sagen, krass an euch gescheitert. Und dann gab es wieder Spiele, wo man gedacht hat, zum Beispiel in Pinneberg, eieieiei. Dass du das erwähnen musst. Ja, muss den Finger in die Wunde legen, wo man gedacht hat, alter Schwede, das war jetzt aber hier ja nicht mal Landesliga. Woher kommt diese Diskrepanz bei euch? Ja, wenn man das erklären kann, dann hast du auch einen Ansatz. Aber das zu erklären ist halt nicht so einfach. Ja? Dann hätten wir das auch sofort abgestellt. Mhm. Wir sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben eine sehr, sehr gute Vorbereitung absolviert und wollen zusehen, dass wir jetzt am Sonntag anständig starten. Mhm. Und dann mal gucken, ob die dann immer noch HEBC schreiben, wenn das dann am Sonntagnachmittag gegen Ostdorf absolviert ist. Ich habe natürlich ein bisschen in der Statistik gekramt und mich ein bisschen vorbereitet. Gesetzt den Fall, dass das Spiel stattfindet am Sonntag, verliert ihr das, weil ihr habt seit Oktober immer 2 Spiele verloren und 1 gewonnen. Da ihr jetzt aber vor der Winterpause verloren habt, müsstet ihr auch noch gegen Ostdorf verlieren, gewinnt dann aber gegen BU. Gewinnt dann gegen Concordia, Entschuldigung. Wollte ich meinen. Wäre das in deinem Sinne? Wir gucken zum nächsten Spiel und das wollen wir gewinnen. Ja, und irgendwelche Serien sind ja auch immer dafür da, um sie zu beenden und das wollen wir am Sonntag machen. Gut. Du bist ja nun alter Hase im Hamburger Amateurfußball und man sagt ja, dass sich nach Einschätzung von vielen Leuten, dass die Oberliga in den letzten Jahren an Niveau schlechter geworden ist. Was sagst du dazu? Findest du das auch? Wenn ja, warum? Also zum einen finde ich, dass in der Oberliga auch anständiger Fußball gespielt wird. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass das inzwischen die 5. Liga ist. Früher hieß es Verbandsliga in Hamburg, das ist die Liga, in der ich auch noch spielen durfte oder gespielt habe nach meiner Profizeit. Und ich glaube schon, dass sich das gewissermaßen verändert hat, dass der Fußball aber auch ein ganz anderer geworden ist. Es ist eine ganz andere Dynamik inzwischen vorhanden. Der Fußball wird ganz anders vorbereitet. Früher sind wir rausgegangen, haben gesagt, jetzt gewinnen wir das Spiel, gehen vorne rauf, ohne zu sagen, wie das gemacht wird. Heute hast du ja für alles einen Plan. Wie laufen wir an? Wann laufen wir an? Wo laufen wir an? Das hat sich alles ganz verändert. Ich finde, mit früher und heute vergleichen, da gehe ich nicht so konform, weil es hat sich unglaublich verändert, der Fußball, auf allen Ebenen. Und mag sein, dass es ein bisschen schlechter geworden ist vom Niveau. Nichtsdestotrotz spielen wir immer noch anständig Fußball. Mhm. Auf deine anderen Stationen so ein bisschen zurückblicken. Du hast ja auch schon einige Trainerstationen nach deiner aktiven Karriere hinter dich gebracht, in Eichede
Und bei Hessen Kassel waren es jeweils 4 Monate, bei Uerdingen sogar nur 3. Das ist ja nun keine unbedingt lange Zeit für einen Trainer. Woran lag es? Also hast du zu hart trainiert? Und in Uerdingen kurz Trainer zu sein, ist keine Kunst, wer das ein bisschen verfolgt. Ja, das stimmt. Ich, ja, auch gerade wieder. Da verlierst du ein, ist ja wieder markant. Genau, da verlierst du ein oder zweimal und dann ist von Krämer auf einmal Norbert Meyer da, so wie es gerade passiert ist. Ich habe nach meiner Zeit bei St. Pauli, ich war 6 Jahre Trainer im Nachwuchs und habe dann den Fußballlehrer gemacht, habe dann die Station Hessen-Kassel gehabt und habe einfach eine Mannschaft übernommen, die, das muss man so direkt sagen, die total tot war. Mhm. Die sind seinerzeit an Holstein Kiel gescheitert zum Aufstieg in die dritte Liga. Und erinnert mich sogar dran. Ja, das, genau, ich war auch im Stadion, überraschenderweise. Ja. Und die Mannschaft war einfach tot. Dazu war sie finanziell total platt. Das gilt für den ganzen Verein. Und es gibt so einen Ausspruch, den hat der damalige Fußballlehrer, Lehrgangsleiter gesagt, Frank Wormuth, hat gesagt, der erste Schuss muss sitzen, das war bei mir Kassel, der hat nicht gesessen, also Schuss in den Ofen. Du hast es ja selber schon angesprochen, du bist ausgebildeter Fußballtrainer, könntest rein theoretisch auch in der ersten Liga Trainer werden. Ist das noch so ein Thema, wo du sagst, okay, mal warten, was da kommt, würde ich mir gerne reintun, oder hast du diesbezüglich abgeschlossen und sagst, nee, also das ist eine Situation, wo ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen mehr? Na, Gedanken macht man sich über sowas immer, wenn man diese Lizenz inne hat, dann möchte man natürlich auch möglichst hoch trainieren. Nichtsdestotrotz ist das ja kein Wunschkonzert. Ne? Jedes Jahr kommen 25 Fußballlehrer dazu, wir können mal eben rechnen, wie viele Profivereine das gibt. Natürlich würde mich das reizen, wieder in dem bezahlten Fußball zu arbeiten, wie ich das schon ein paar Jahre machen durfte. Aber momentan stellt sich die Frage einfach nicht. Und zudem habe ich hier ein paar Spieler von mir sitzen. Wenn ich jetzt sage, ich mache das wieder, ne, dann komme ich, komm ich heute Abend nicht mehr raus, sondern auch in den Keller bei dir. Und das muss ich nicht unbedingt haben. Nee, aber ist ja eine berechtigte Frage und ich bin aber jemand, der, was mir auf dem Herzen liegt, das frage ich dann auch. Ne? Nein, ist immer interessant, natürlich, aber sowas müsste immer komplett zusammenpassen, da müsste ein Plan hinterstecken und einfach irgendwas zu machen, um ein Jahr irgendwie ein paar tausend Euro zu verdienen in der vierte Liga. Naja, also wenn du beim HSV anheuerst, dann brauchst du nur 3 Monate arbeiten, bis hier, dann hast du 3 Jahre lang bezahlt. Ja, also das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Das Ganze. Nee, das bin ich bei dir. Okay. Na ja, gut, dann noch eine Frage im Augenblick. Gibt es noch was du uns noch mitteilen möchtest? Was machst du gerade zurzeit so? Ich trainiere den Außer Fußballtrainer, so das meine ich. Mache momentan nur den HEWC, bereite mich jeden Tag auf das Training vor, bereite die Jungs vor und am Sonntag starten. Also Fulltime-Job. Nicht Fulltime-Job, aber im Moment mache ich nur das. Oh, freut uns. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei Jörn. Ein Applaus! Und ich fordere nach ihm. Jörn, was für ein Kaffee? Was haben wir da? Was für ein Kaffee? Wir haben einmal hier Blumenkönig und wir haben nur noch Blumenkönig. Ja, Blumenkönig, ja. Okay, Applaus. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. So, meine lieben Freunde, wir kommen heute zu unserem letzten Gastbad. Last but not least. Und ich freue mich sehr, einen gestandenen Torwart, Ex-Torwart von Werder Bremen, ja. Kaiserslautern. Und gleichzeitig hier auch ein Mann, der nach seiner Karriere in den Medien war, wie selten ein anderer Fußballspieler, Tim Wiese. Applaus. Nadine. Oh, jetzt fängt sich das an hier. Tim, mein Freund. Aber gerade so. Tim, nimm Platz, Nadine versorgt dich. Das war gerade mein erster Gedanke. Ich dachte gerade noch, das da geht schon. Aber geht. Wir wollen auch gleich anfangen. Zum Anfang dann gleich eine blöde Frage, aber dafür bin ich auch bekannt, blöde Fragen zu stellen. Wo hast du heute geparkt? Die Tonne. Da war noch ein Parkplatz frei zum Glück. Ja, siehst du? So, das ist St. Pauli. Wir lieben dich. Verstehst du? In der Innenstadt am Ballindamm letztes Jahr ging er durch die Presse, haben sie ja dein Auto abgeschleppt, weil du
da geparkt hast, wo man nicht parken sollte. Nee, das ist falsch. Nicht geparkt, war anscheinend ein bisschen zu laut. Warte, was sagt? Ein bisschen zu laut war der. Ach, das war zu laut, das Ding. Ah ja. Ja, das zu laut im Stehen während des Parkens. Aber beim Lamborghini, wenn der nicht rührt, dann ist es kein Lamborghini. Ne? Dann kann man mit Trabi fahren mit hochgezogenem Auspuff. Das wollen wir alles nicht. Ne? So. Tim, jetzt freue mich erstmal, dass du da bist. Wie ist es denn für dich, mal wieder in Hamburg zu sein? Du hast ja hier die eine oder andere Schlacht geschlagen hier, ne? Hamburg, also, Hamburg ist für mich immer schön. Natürlich auch wegen Fußball. Wir haben ja eine gute Schlacht, wie du schon sagtest, hatten wir da gehabt. 2009. Ich bin ganz klein bisschen lauter, auch vorsichtshalber für die Leute. Nicht ganz laut, aber nur ein bisschen lauter. Okay, 2009. Bist du, glaube ich, viele auch, ja, gerade in Hamburg, die Spiele Werder Bremen gegen den HSV, wo wir da, glaube ich, viermal gewonnen haben. Oder, glaube ich, eins unentschieden. Und dann HSV komplett zerstört hatten und. Ja, aber auf jeden Fall, Hamburg ist eine schöne Stadt und Pauli ist immer schön. Ne, bei dir ist auch immer schön. Danke, danke. Wenn wir da gerade von reden, was war denn das für dich schönste Spiel gegen den HSV? Oder in Erinnerung das positivste? Natürlich das, wo du am wenigsten Tore bekommen hast, ist ja klar. Es gab 2006 schon mal ein Endspiel. Ne, das war für direkte Qualifikation Champions League. Ne, und da sind wir auch direkt eingezogen. In Hamburg haben wir gewonnen. Dann natürlich 2009 Pokal, Halbfinale, Elfmeterschießen. Und dann die Woche später das Europapokal-Halbfinale Rückspiel, wo wir dann ja auch ins letzte UEFA-Pokalfinale gekommen sind. Ja, so eine Erinnerung. Ja, ganz blöde Frage auch. Was wäre zum Beispiel, ich denke jetzt mal laut, wenn der HSV dir eine Position im Verein anbieten würde? In welcher Hinsicht denn? Was? Das sage ich ja. Das wird, erstmal generell würdest du sagen, ja, bin ich nicht abgeneigt, weil du bist natürlich eine Ikone für Werder Bremen. Zum anderen, was könntest du dir vorstellen? Weil du bist ja jemand, der vom Fußball was versteht. Und ich bin ja froh, dass wir jetzt einen Präsidenten haben, der vom Fußball was versteht, mit Marcel Janssen. Man zeigt, dass das der richtige Weg ist. Man sieht es in Bayern München. Das sind nur erstklassige Berufe, sind auf der Vereinsspitze. Und ich fände es sehr gut, wenn gestandene Fußballer sich in den Vereinen engagieren würden. Natürlich gegen Bezahlung, weil, es ist ja klar, wenn jetzt ein junger Spieler ein paar Millionen verdient, dann steht es auch dem Manager und den Trainern zu, auch Ähnliches zu verdienen. Ja, in erster Linie wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Torwarttrainer habe ich auch keine Lust drauf. Ne? Ja, siehst du, dann wissen wir schon, was nicht gemacht wird. Ja. Ich war lange Luchttorwart und bin jetzt mit dem Fußball so ein bisschen raus. Ne? War eine schöne Zeit, aber es ist auch nur ein Lebensabschnitt. Ne, danach geht es wieder weiter und keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da tun soll. Du hast also andere Pläne. Auf jeden Fall. Wie sehen die zum Beispiel? Marcel Janssen, nochmals, auch eine gute Entscheidung, finde ich. Mal frischer Wind. Ja. Ne, ist auch ein alter Kollege von mir. Und freue mich für ihn und hoffentlich natürlich auch, dass der HSV wieder aufsteigt. Weil gehört in die erste Liga einfach. Ganz klar. Wenn ich so überlege an die Spiele 2008, 2009, da ist mir eine Szene im Kopf geblieben, wo du, ich glaube, das Spiel ist vorbei, du rennst zur Fahne, kickst die HSV-Fahne um. Die Szene ist mir in dem Moment in den Kopf gekommen, als wir das Hinspiel hatten, HSV St. Pauli, und ich glaube, Fiete Arp war es, der dann bei Instagram ein Foto drin hatte von wegen, scheiß St. Pauli. Damals haben es, glaube ich, bei dir alle gefeiert. Fiete hat dafür ganz schön auf den Kopf bekommen. Ist der Fußball in der Hinsicht, Ach, du meinst, wo ich auf dem Zaun war? Ja, genau. Hat sich das in der Hinsicht verändert, dass man da... Das ist alles ruhiger geworden. Ne? Die Jungs werden, glaube ich, so ein bisschen dressiert, ne? In diesen Jugendinternaten oder wie das alles da heißt. Ne? Dass sie alle auf dem Boden bleiben und alle Piano sind, auch in den Medien. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so. Aber dir hat es ja nicht geschadet damals. Also, nö, es hat mir nicht geschadet. Also würdest du denn sagen, dass das positiv ist, oder würdest du sagen, weil du ja auch immer einer warst, der sehr extrovertiert war. Emotionen sind genau. Im Fußball gehören Emotionen dazu, und das war ein wichtiges Spiel am Ende. Ne? Das war ja auch das letzte Spiel von diesen Vieren. Und ich glaube, das war auch das vorletzte Saisonspiel irgendwas. Alle waren so ein bisschen down, ein bisschen erleichtert jetzt. Gehört das halt dazu, ne? Ich musste ja gar nicht bezahlen, also da hat er eine Strafe bezahlt, alles gut. Aber als Nationaltorhüter und erst damals warst du einer der gefragtesten Torwarte der Welt, musstest du bei der Nationalmannschaft in der Gruppe 2 trainieren. In Hoffenheim trainieren. Und hattest aber gleichzeitig zu der Zeit wohl auch ein Angebot von Real Madrid. Das ist richtig. Und, erzähl mal was dazu. Ja, Real Madrid war natürlich
ein Angebot da. Nur zu der Zeit war Iker Casillas da, ne? Das, wie er weiß, Ikone in Madrid. Und ich wollte natürlich auch noch ein bisschen spielen, habe ich mir gedacht. Ja. Nicht auf der Bank versauen, weil da entscheidet nicht der Trainer, sondern der Präsident entscheidet, in so welchen Verein wer spielt. Ja, und habe das dann gesehen und ja, bin dann nach Hoffenheim gegangen, ne, für gutes Geld. Ne, hab viel Urlaub gehabt da zu der Zeit. Wurde gut dafür bezahlt. Und ja, ist halt so gelaufen. Man kann die Sachen ja so nicht mehr ändern. Deswegen. Hatte 4 Jahre gut bezahlten Urlaub. Und alles gut. Der Trainer war ja unter anderem auch Markus Gisdol, ne? Markus Gisdol, genau. Genau. Und er hier beim HSV ja auch schön alles in den Sand gesetzt, um das mal so zu sagen. Ja gut, da war das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, wo er kam. Ich glaube, in dem Jahr hatten wir 4 Trainer und 3 Manager. Ja, und da war alles schon vorbei und da waren die Leute, die schon aussortiert waren, waren schon draußen und da fing. War alles nichts. Du warst ja bei der WM 2010 und bei der Europameisterschaft 2012 im Kader, ne? Also mal Deutschland ausgeschieden vorher, okay. Was hast du so da in Erinnerung, weil das ist ja immer eine, also finde ich, für einen Sportler bei der Weltmeisterschaft, bei der Fußball-WM dazu beizutragen, das ist natürlich eines der Highlights. Denn A, ist es nicht vielen vergönnt und nur wenigen bei 2 so großen Turnieren dabei zu sein. Ja, ich denke mal, als Kind hat man immer einen Traum, ne? Ja. Erstmal Fußballprofi zu werden, ne, und dann vielleicht irgendwann mal als Nachspieler WM und ne, was man alles so als Kind gesehen hat, das und irgendwann mal, live mitzuerleben. Normal hätte ich spielen müssen 2010, ne, das war eine riesen Saison von mir, auch die 2 Jahre davor. Warum auch nicht gespielt habe, das weiß halt nur Jogi Löw, ich weiß bis heute nicht. Er hatte mir ja gesagt, dass es eine ganz enge Entscheidung wird, der Bessere wird spielen im Trainingslager, wo wir in Südtirol waren. Und dann hatte ich dann von der Medienwelt dann schon gehört, nach 2 Tagen, wo wir wieder angereist sind, dass die Sache schon entschieden ist. Und ja, gut, aber da gab es ja auch gutes Geld. Ne? Da gibt es sehr gutes Geld, wenn man so Turnier dabei ist. Und wir arbeiten auch für Geld. Und dann habe ich halt viel Sauna gemacht, viel geschwommen, ein bisschen trainiert. Das heißt, mit anderen Worten, Jogi Löw, die hat dir den Ansprung gegeben, dann hat dein Body trainiert noch mehr zu formen. Genau. Und dann hast du es zu sagen, ne? Man muss ja sehen, es sind ungefähr 8 Wochen, die man zusammen ist, mit Vorbereitung, mit Turnier. Und wenn du weit kommst, dann ist es halt so, dann hast du einmal am Tag Training und der Rest ist halt dann halt Wellness. Wellness Urlaub. Also welche Zeit hast du von den 8 Wochen in der Sauna verbracht? 4? Boah, ne, ich hab da schon einiges. Ich weiß jetzt nicht 4, aber ich glaube ja jeden Tag. 3-4 Mal da. Es war natürlich auch langweilig. Wir waren da in Südafrika, ne, da so abgesperrt in Pretoria, eine ganz gefährliche Ecke auch gewesen, wie so ein Gefängnis. Ne, da hatten wir alles. Und da war eigentlich nur Sauna, Schwimmbad und Training. Essen, Schlafen, das war's. Ja, so kann man auch Geld verdienen. Ja. Ganz anderes Thema. Du hast ja nach deiner Karriereende als Fußballtorwart hast du ja etwas gemacht, was auch vorher, glaube ich, noch nie jemand gemacht hat, in Deutschland zumindest nicht. In American Football, da gab es so etwas öfters, aber als einer der Top-Fußballspieler bist du ins Wrestling-Lager übergegangen. Und das war zwar nicht lange, aber wie kam es dazu? Erzähl mal, mich das interessiert. Ja, wie kam es dazu? Ich habe die Anfrage bekommen, ob ich mir das vorstellen konnte. Ne? Hatte dann noch einen laufenden Vertrag gehabt, in Hoffenheim bis 2016. Deswegen hat das alles hier so ein bisschen hingezogen. Dann, wo der Vertrag dann vorbei war, konnte ich damit anfangen. Ich habe großes Interesse gehabt, habe dann den Kampf in Deutschland gemacht, ne? Habe dann das Angebot gehabt für Amerika, also 3 Jahre nach Amerika zu ziehen, da zu performen und da hat meine Familie dann gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr und ich hatte dann auch keine Lust mehr gehabt, da jeden Tag dann so eine Knochenarbeit, das ist ganz hartes Training. Das ist ein ganz hartes Training, das ist so wie Boxen. Ne? Ja, das ist total. Und dann viel Kondition, Leute hochzuheben. Genau, Kondition im Ring und war 2 Mal drüben, ne? Ich glaube insgesamt 4 Wochen da. Ja, und habe mich dann auf den Kampf vorbereitet und dann sollte ich dann halt nach Amerika und da weitermachen. Und das habe ich dann abgelehnt. Dann. Mhm. Erzählen ja immer viele, ist das echt, ist das fake? Kannst du ja vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ist daran echt? Es ist viel Schauspiel gefragt.
Aber natürlich auch harte Arbeit. Körperliche Kondition, weil das ist ein Unterschied, ob man genau. 2 Zentimeter an der Hand hochhebt oder nicht. Ja, das ist das Gewicht. Das ist völlig klar. Aber stellen Sie immer, das kommt ja immer wieder die Frage auf, ist das vorher besprochen, wer gewinnt? Ja, wenn nicht, dann wird es immer nur einen Kampf geben. Das ist so wie ein Drehbuch. Halt, ne? Das ist so eine unendliche Geschichte. Ja. Und es geht immer weiter und es wird dann halt auch so. Also mit anderen Worten, wenn ihr Wrestling ist gleich, das sind eine gute Zeit und schlechte Zeit. Genau, geht auch schnell. Frage. Erzähl uns, wenn du möchtest, was deine Zukunft vorhat, was du zurzeit machst und wie das ausschaut bei dir. Ja, zurzeit bin ich ja bei Sport1 als Fachmoderator-Spezialist. Fachmoderator, ja. Hab da meine Sachen und habe noch 2 Firmen. Einmal was mit VR. Was ist VR? Und Brille. Virtual Reality. Ah. Das wird sich ändern. VR und da die besten Pornostars der Welt. Ja. Haben wir eingescannt in Berlin. Ihr verpasst das Beste gerade. Genau, die besten Pornostars der Welt haben wir eingescannt. Und du kannst dann virtuell zu Hause dann so eine Brille haben und dann Sex mit denen haben. Ach was, das ist viel. Auch heimliche Pornostars? Ja, sicher, alle. Ja, das ist ja gut. Und das andere ist Eis aus Pulver. Da fällt die Kühlkette. Eis aus Pulver? Genau. Wie bist du darauf gekommen? Ja, das ist auch eine lange Geschichte. Ich habe da einen kennengelernt mal vor 3 Jahren. Der Eis schon ja, von klein auf ist reingewachsen auch in diese Eisfülle. Materie. Genau. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Hat dann überlegt, wie kann man die Kühlkette umgehen. Ne? Weil heutzutage brauchst du nur noch Kühlketten, um Eis zu transportieren. Und Eis aus Pulver, du mischst einfach nur mit Wasser. Ne? Und dann gefriert das automatisch. Kommt in die Maschine und hast in 5 Minuten halt 4 Kilo Eis zum Beispiel. Ach was, das ist ja für mich interessant. Ja, meine gemerkt. Ja, ja, aber warum hat man davon da nichts gehört? Also nee, es kommt halt raus. Ah, okay. Ne? Wir sind seit 2,5 Jahren sind wir da dran und cool. Jetzt wollen wir natürlich mal rausgehen. Ne? Coole Idee, ja. Prima, finde ich toll. Ja. Das ist ja perfekt, ja. Also für mich ist das auf jeden Fall, weil in der Gastronomie, ja, meine ich jetzt gerne mehr für jeden. Ne, wir laufen stundenlang, muss den Kühlschrank laufen lassen hier. Ja, das ist, dass ich die Tüte finde, das ist das Thema. Ja, Eis ist das eines der teuersten Produkte, die es überhaupt gibt, als Lebensmittel oder in der Gastronomie. Genau, die größte Marge drin, ne? Ja, aber das ist gleichzeitig das Teuerste zu produzieren, an Strom. Ja, sicherlich, du hast, wenn man heute sieht. Und deswegen ist es ja schön, wenn es sowas pulverisiert gibt, ja. Und haust es rein noch 5 Minuten oder hier, genau. Dann wirft er das raus, das ist natürlich interessant. Richtig. Coole Nummer, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Sonst noch etwas, mein Lieber? Vertrag hier. Ja, exklusiv, nur bei Kalle. Mein lieber Tim, sonst noch etwas, mit was für ein Auto bin ich gekommen heute? Geht der Lamborghini geht ja nicht bei dir. Nee, ich bin heute mit dem BMW gekommen, 7 nach. Passt alles. Siehst du, Bumper? Ganz Piano. Prima, Freunde. Undercover heute unterwegs. Heute undercover, ja. Prima. Mein lieber Tim, war mir eine große Freude. Wir haben uns, glaube ich, alle gefreut. War interessant, mit dir zu talken. Und du hast nicht die Wahl. Nee. Für dich hier wurde ein etwas größeres Paket genommen denn hier. Domina Espresso. Da habe ich erstmal Nadine. Komm mit rein. Komm mit rein und den Tipp. Mit Handschellen, ne? Ist ja wohl klar, ne? Das ist hier, ne? Ja, du musst natürlich aber auch erzählen, von wem das jetzt kommt. Ja, erzähl mal schnell. Kriegt Tim eine große. Ja. Und zwar Master von Weiz, lieben Schiebs. Sagt ihr vielleicht was? Ihr habt mal zusammengespielt. Wurde mir vorhin noch mal kurz geschenkt. Der arbeitet ja unter anderem auch bei unserem Sponsor Michael Funk. Und der hat uns gebeten, dass wir dir das doch bitte mitgeben sollen. Also mit lieben Grüßen von Master extra eine große Packung für Tim. Ich krieg noch eine Kaffee, weil ich habe keine Sau gesehen. Das kriegen wir auch noch geredet. Das machen wir alles noch hier. Die ganze Geschichte. Kann es halt nee, sein. Prima, dann freuen wir uns gleich, sehen wir uns unterhalten. Alles klar, okay. Tim, mein echter Freund, recht herzlichen Dank. Applaus, 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 für Nadine und Tim. So, und dann bleibt uns ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Nee, wir hoffen jetzt. Nächste Show im März. Wie immer, der erste Montag im März, dann wieder um 21.30 Uhr. Wie gesagt, heute nur vorgezogen, diese Sendung wird jetzt oder wurde live ausgestrahlt und wird nach um 21.30 Uhr nochmal gesendet. Außerdem ist sie ja generell nonstop bei YouTube abzurufen. Und heute sogar auch auf Facebook, habe ich mir sagen lassen. Bei mir, bei Facebook sowieso immer. Ja.
Aber wir so, sind auch, auch wenn ich gesperrt bin, ich habe dann meine Wege, das trotzdem dann hier freizuschalten. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für das zahlreiche Erscheinen, für die Begeisterung, für die Disziplin hier, für unser technisches Equipment, das die also filmen und aufnehmen konnten, für den Applaus für die Gäste. Und dann hoffe ich heute auf ein gutes Spiel. Natürlich bin ich dafür, dass St. Pauli gewinnt, auch wenn hier der ganze Saal voller Union ist. Aber ich kann mich ja nicht verstellen, aber es wird ein gutes Spiel und dann gucken wir weiter. Danke, auf Wiedersehen, bye bye. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair.